Hallo liebe Gartenfreunde, willkommen bei Midos. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Herbstdeko und Halloween-Kürbisschnitzen. Wenn es euch interessiert, bitte bleibt dran. So, zuerst wollen wir uns mal um den Kürbis kümmern. Das ist das Exemplar, was zum Halloween-Kürbis werden soll. Als erstes werde ich den mal aushöhlen. Das werde ich euch nicht zeigen, das dauert zu lange. Wenn es fertig ist, sehen wir uns gleich. So, den Kürbis habe ich ausgehöhlt. Wie ihr sehen könnt, alles leer. Ich schneide das auch oben immer ein bisschen schräg hier, damit der Deckel, wenn man den da heraufsetzt, nicht reinfällt. So, jetzt werde ich ein Gesicht drauf zeichnen und ausschnitzen. So, grob die Konturen aufgezeichnet, wie ich das so ungefähr haben will. Jetzt geht's an. Ich hoffe, das kann man noch sehen. Das habe ich jetzt so ausgehöhlt und dann soll hier noch so ein. Mal gucken, wie ich das dann nachher noch reinkriege. Das muss ich noch ein bisschen aushöhlen. Da brauche ich jetzt erstmal, Schatzi holt Werkzeug, da muss ich wohl mit dem Bohrer das Feine hier machen. Und wie es dann fertig aussieht, zeige ich euch nachher. Und wie es dann im Dunkeln draußen aussieht, da blende ich euch dann, denke ich mal, ein Foto ein. Mal sehen, ob die Kamera das aufnimmt. Der Kürbis steht jetzt an Ort und Stelle. So. Dann wird jetzt als nächster Schritt die Bank ausdekoriert mit gesammelten. Ich war mal hier im Wald und habe hier ein bisschen von der Esskastanie was geholt. Das wird jetzt nachher alles hier auf die Bank verteilt und meine Zierkürbisse und der Mais. Und dann zeige ich euch. So, das ist jetzt bei Dunkelheit. Du hast noch nicht Tee gemacht, ne? Doch. So schaut es dann aus, wenn Halloween ist. So, nun habe ich hier von der Esskastanie so ein bisschen hier mir auf meine Bank gelegt. Dann habe ich noch gefunden ein bisschen, ja ich weiß gar nicht was das ist, ein bisschen was Rotes. Und unseren Mais ein bisschen so hingestellt. Jetzt hole ich noch schnell die Zierkürbisse. So, Zierkürbisse verteilt, ein bisschen so drumherum, wie einem das so selber am besten gefällt. Ich denke, das Gute ist, hier haben wir noch unseren Ziermais. Der ist leider dieses Jahr nicht so gut geworden, aber ich habe ihn trotzdem hingelegt. Es war einfach zu nass. So, dann habe ich mir hier jetzt noch eine ausgeschnitten. Da hole ich mir jetzt noch ein paar Asten. Das nutze ich als Vase. Denn zum Herbst gehören bei mir zum Beispiel die Asten, die Herbstasten dazu. So, Asten hineingestellt. Dann habe ich noch eine fette Henne mit reingemacht. Dann die Esskastanien ein bisschen mit andekoriert und hier diese Pompesel oder wie auch immer die heißen. Ja, und dann habe ich noch was gefunden, so eine, hier so eine, ich weiß gar nicht was das ist, jedenfalls sieht sie so aus. Und wenn man denn hier das so abmacht, erscheint wie durch Zauberhand so das bisschen heller wird. Ich finde, das ist auch eine schöne Deko. Das ist dann ja trocken und schon hat man ein bisschen einen anderen Farbtupfer drin. Ja, und ich will mal sagen, meine Herbstbank ist fertig. Zeige ich euch das mal von da hinten. So, einmal nochmal von nah. Und ich denke, wenn es euch gefallen hat oder euch auch diese Herbstbank gefällt, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich kostenlos tun. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.